Mich freut es und ich bin sehr positiv überrascht, dass es so eine Möglichkeiten für mich als Anwohner gibt. Grundsätzlich finde ich es super, dass es die Beteiligungsmöglichkeit gibt. Inwieweit es echte Partizipation ist im Sinne von, dass alle berücksichtigt werden oder alle Meinungen tatsächlich Einfluss finden, das wird das Ergebnis zeigen, beziehungsweise bin ich da noch skeptisch. Das finde ich eine ganz tolle Idee und ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie das so funktioniert und ich bin froh, dass es diese Möglichkeit gibt. Muss aber auch gleich kritisch feststellen, dass viele Vorstellungen, die ich und andere Anwohner eingebracht haben, nicht berücksichtigt worden sind bzw. verwässert worden sind. Also beim Näher betrachten sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, prinzipiell finde ich den Weg geht in die richtige Richtung. Also gerade, dass man den Verkehr so ein bisschen aus der Siedlung rausziehen will, dass man viel an Gemeinschaftsräume gedacht hat und auch an Grün, Erhaltung von Grün. Was ich ein bisschen kritisch sehe, ich hätte es auch spannend gefunden, wenn einer der vier Entwürfe gar keine Autos irgendwie vorgesehen hätte. Ich bin Radfahrer, bin hier in Berlin geboren, habe noch nicht mal einen Führerschein und hätte es echt spannend gefunden, wenn mal so ein Entwurf bei gewesen wäre. Ja, es sind viele sehr kreative, auch städtebaulich durchaus attraktive unter Naturschutzaspekten interessante oder wichtige Gedanken dabei. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Grundsätzlich finde ich es beruhigend zu sehen, dass Sachen wie Wassermanagement, Grünerhalt, auch die Möglichkeit für die Öffentlichkeit, sich auf Grünflächen aufzuhalten, was ja für die Pfadfinder, was für Kinder, für die Entwicklung von uns allen super wichtiger Teil unseres Lebens ist, dass sowas mitgedacht wird. Da bin ich zwiegespalten. Also ich finde es gut, dass es einen neuen Kulturbaustein gibt. Es ist auch richtig, dass Wohnraum geschaffen wird, wage aber zu bezweifeln. Das habe ich immer von Anfang an gesagt, dass es unbedingt 500 Wohnungen sein müssen. 350 hätten auch gereicht und wäre verträglicher für das Gebiet gewesen. Und die Chance, dass wir ein neues Schwimmbad bekommen und eine neue Bibliothek, ist natürlich für uns Bürger ganz toll. Und darauf freue ich mich. Und wie gesagt, dass eben so viel von Grünfläche verloren gehen wird und der Flair Tempelhofs leiden wird, denn wir sind ja jetzt offen und durchlüftet, das wird ja alles wegfallen letztendlich, das ist natürlich schade. Bleibt jetzt abzuwarten, für welchen Entwurf sich die Jury entscheidet. Und wir müssen dann gucken, ob man dann noch Einfluss nehmen kann. Am spannendsten fände ich auch nochmal zu gucken, inwieweit vielleicht Entwürfe vereinbar sind miteinander. Aber da hätte ich auch so meine Zweifel, ob da das Geld dann noch reicht für noch weitere Planungen. Also ich bin schon gespannt, wer jetzt das Rennen macht, wobei mir natürlich im Klaren bin, dass wenn der Siegerentwurf gekürt worden ist, der auch nicht umgesetzt wird. Denn die Erfahrung in Berlin zeigt ja, nachher entscheidet das Geld, was gebaut werden kann und was nicht. Und da wird schon einige Abstriche geben, darauf bin ich auch eingestellt. Ja. Ich freue mich über die Juryentscheidung. Ich freue mich, dass ein transparenter Prozess einstimmig zu Ende gegangen ist. Ich kann ihn absolut nachvollziehen und finde ich mutig, was zustande gekommen ist. Und ich bin hoffnungsvoll, wenn das umgesetzt wird. Freue ich mich drauf, kann ich sagen.